das ist halt echt fies. Ich schaue mich dann noch ein bisschen am Strand um. Vielleicht haben wir ja ein Glück. Ich befürchte halt nicht, ne? Vielleicht ist das wirklich nur das Geräusch von den Schatten hier. Wäre halt so schön gewesen, wahrscheinlich, um wahr zu sein. So. Ja, ist halt schade, ne? Ich möchte jetzt aber hier nicht noch 12 Parts verbringen. Oh, danke fürs Heilen. Ja, Alter! Bei uns, du darfst auch mal. Passt. Was ist, wenn der Teleport in Wirklichkeit da ganz oben ist? Mir kommt nämlich vor, mir persönlich kommt vor, dass es hier am lautesten ist. Vielleicht sollte ich hier mal hochfliegen. Aber komme ich ab so weit? Das ist die Frage. Aber das wäre ja unlogisch, oder? Ich finde, das wäre unlogisch. Ich schaue mich jetzt noch ein paar Minütchen um, bis ich sterbe. Das passiert, also könnte mir hier schneller passieren, als mir lieb ist. Die geht auch noch nicht, leider. Das wäre halt jetzt... Das wäre halt wirklich sehr schade. Sterbe ich jetzt, wenn ich da runterhüpfe? Na, geht's hier aus. Das wäre halt wirklich schade. Probieren wir die jetzt mal. So, sind zwar drei. Aber wird schon werden. Boah. Ich glaube, da müssen wir den Magier zuerst umhauen, ha? Huh? Bei uns ist schon hin. Oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. Das. Was war denn das jetzt bitte? Okay. Lass mal's gut sein. Ich schaue mir jetzt noch die 6 Minuten da um und dann hauen wir hier ab. Wenn ich jetzt noch immer keinen Teleport finde, also Teleporter finde, dann Pech gehabt, ne? Also, ich möchte noch gerne nochmal darüber schauen. Es ist halt schon sehr verdächtig, ne? Da herüben waren wir auch noch. Wow, da ist wieder so ein Magier. Das mit Vorsicht zu genießen. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Oh je. Daniel tot. Letzte Worte. Wow. Ja, sicher. Alter. Besto narrisch. Mann. Boah, diese Spinne habe ich jetzt noch gebraucht, ne? Ja, da kann ich wieder laden. Warum? Ach komm, das mit... Es wäre jetzt gut gewesen. Das will ich aber holen. Mann, ey. Vielleicht soll man den Magier zuerst ausschalten. Und danach diese Kackspinne. Vielleicht können wir den herpullen. Ja. Das klappt schon mal. Wo rennt er hin? Der ist ein bisschen betrunken.
So, bevor er einen Cast durchbringt, müssen wir ihn unbedingt umhauen. Weil der bringt uns um, der Cast. Alter. Passt. Das haben wir geschafft. Sehr gut. Haben tut er nichts für uns, weil dann können wir uns um diese Felskackspinne da besser konzentrieren, also auf dieses Mistviech, die er hier hausen tut. Alter, Bones! Hallo! Heilen oder kämpfen? Such dir aus, aber mach was. Ja. Mistviech, dreckiges. Dankeschön. So, jetzt nochmal. Jetzt haben wir auch ein bisschen Ruhe. So, die Jägerwurzel nehmen wir mit. Rum, Piratengeschichten. Er erwischte den Hieben der Untoten beinahe immer. Nur das eine Mal wurde sein Brustpanzer zerstört. Er behielt den Brustpanzer als Glücksbringer und vergrub ihn mit seinem Schatz im Hinterland auf Antigua. Gut zu wissen. Mhm. Okay. Dann Teniel. Eine Schaufel. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Haben wir irgendwas zum Anziehen? Taschendiebstahl plus 5 leider nur. Ah. Ein Taschendiebstahl brauche ich nicht. Ah, scheiße. irgendwas mit Diebeskunst wäre cool gewesen. Ah. Kompliziertes Schloss. Mir selber das jetzt beibringen, geht das? Fingerfertigkeit, Taschendiebstahl. Ja, würde gehen. Schlösser knacken, 10. So. Ja. Jetzt geht's. Perfekt. Sehr, sehr gut. Muss ich eh mal machen. Goldzähne sind ganz wichtig. Die dritten, ne? Rezept für einen Trank des Willens. Alle Anweisungen und Zutaten für das Brauen eines Trankes des Willens. Okay. Der Trank hilft dir, dich zu konzentrieren. Mhm. Nehmen wir alles mit. Super. Jetzt hatten wir aber nochmal so eine Truhe irgendwo, ne? Da hinten. So, das wäre mal speicherungswürdig. Die möchte ich auch noch gerne holen. Die war jetzt da hinten irgendwo, glaube ich. So, warte mal. Wo war die? War die nicht hier irgendwo? Oder habe ich mich jetzt gerade ui, das sind wieder die gefährlichen. Na, da habe ich mich, glaube ich, gerade falsch erinnert. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. War die dann doch da herüben? Nicht ganz richtig, ne? Oh, das wollte ich gerade nicht. Dafür werde ich jetzt bluten. Na, da bin ich ja ganz verkehrt. Ach, Scheißdreck, wo war die jetzt? Wo habe ich die gesehen gehabt? Ah, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. War die nicht hier irgendwo? Da. Die war's, glaube ich, ne? Die hatte auch 20. Oder? Bitte? Ja. Sehr gut. So.
Die wollte ich noch holen. Weinfackel und Kugeln. Sehr gut. Nehmen wir alle mit. Passt. Die wollte ich haben. So. Zu meiner Enttäuschung habe ich leider ja, den Teleport nicht gefunden. Das ärgert mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich einen gegeben hätte oder geben tut. Auf jeden Fall, ich finde ihn nicht an. Keine Chance. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo der ist. Es könnte auch sein, dass diese leuchtenden Bäumchen auch so ein Ton abgeben, wie wir es von dem Teleport her kennen. Ja. Es wäre halt cool gewesen. Einen Teleportplatz zu finden, aber jo. Das wird wohl nichts. Es ist halt schon, muss man ganz ehrlich gestehen, das Geräusch ist schon etwas, ja. Ich möchte sagen, verlockend es zu finden, aber oh, wenn es es nicht gibt. Dann gibt es es halt nicht, ne? Vielleicht ist es ja auch wirklich das Geräusch von dem Schattenlord. Vielleicht macht der auch solche Geräusche. Da habe ich gerade was gesehen. Warte mal kurz. Ah. Ein Schwammerl. Ich dachte, vielleicht ist es ja hier drinnen versteckt, ne? Schade eigentlich. Ich hätte gern hier für die Schnellreise, ja, so ein Teleport-Plattförmchen gern gehabt. Einmal schlafen könnten wir auch, bis zum nächsten Morgen. Und dann werden wir den Part beenden mit Überlänge, selbstverständlich, wie es sich gehört. So. Ist halt echt scheißlich. Oh, da kann da hochrufen, okay. Auch nicht schlecht. Passt. Ich bin halt auch irgendwie zu stur, um aufzugeben, ne? Das ist auch... Das ist wieder typisch ich, ne? Bin ich tot? Na. Bin zu stur, zum aufzugeben, ne? Das ist wieder typisch Zocki. Ich will es halt einfach nicht wahrhaben, dass hier nichts zum Teleportieren gibt. Tja. Ah, schau, da war das irgendwie von da runter, von da sind wir gekommen, ne? Das dachte ich schon, hey, geil, da geht's rauf. Naja, streng gesehen. Das ist halt die Frage, ob es hier vielleicht irgendwo eine Liane gegeben hätte, um tatsächlich höher raufzukommen. Vielleicht. Ich probiere es mal nochmal mit dem Papageienflug. Vielleicht ist es wirklich weiter oben.
Es ist halt schon. Es ist halt schon verdächtig. Ne? Dass man das hier irgendwie hören kann. Und dann soll nichts sein. Wenn ich richtig Pech habe, ist genau hier der Teleporter, wo das Mistviech ist, ne? Ja, der wäre auf jeden Fall mal hier. Aber da ist tatsächlich nichts, ne? Tatsächlich und in der Tat, das ist halt nichts, ne? Na. Ich glaube, das kann ich mir sparen. Ups. Ja, ja. Das wollte ich nämlich noch testen, ob man vielleicht... Spiel? Hilfe? Hilfe? Ich stehe gerade voll fest. Was ist denn das jetzt? Nein! Ah, oh Mann, dann laden wir halt nochmal. So. Naja, Pech gehabt, ne? Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt wirklich den Part, weil es ist mehr als Überlänge. Ich wollte jetzt nur noch das noch einmal kontrollieren. Gut. Ihr Lieben, das wär's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!